Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock. Ich habe keine Ahnung, wo wir gewesen sind. Ich hatte jetzt schon wieder eine längere Pause nach den drei Folgen. Aber heute wird eine längere Aufnahmesession. Das heißt, wir werden irgendwie nicht länger spielen. Ich bin nicht im Live-Let's Play, so wie ich es letztens schon sagte, sondern in der Aufnahme. Wir waren letztes Mal. Wo waren wir denn? Ich weiß gar nicht, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir haben ja den Waffenmeister, hatten wir ja gefunden gehabt, ne? Ach genau, hier waren wir, glaube ich, schon gewesen. Das Spiel hat hier anscheinend nicht gespeichert. So, und ich hatte, glaube ich, kann man, ich glaube, nur nehmen, ne? Genau. Genau, ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal auch gemacht. Ah ja, und hier war der Kampf, genau. Den hatten wir schon. Trotzdem müssen wir den nochmal machen, weil das Spiel nicht gespeichert hatte. Da ist die Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Nadel. Ich mach das mal so wie letztens wieder. So, einmal. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Ja, das sieht gut aus. Aber hey, hat das gerade nicht geklappt, oder was? Sorry. Hä? Wieso geht er? Hä? Geh mal her, danke, Elisabeth. Elisabeth. So. Ja. So, jetzt haben wir das schon mal. Was kommt jetzt? Alter. Wo kommt der? Oh, Alter. Wo kommt er denn her? Dankeschön, Elisabeth. So. Alter Schwede, jetzt war ich ein bisschen. Achten wir da oben. Mal eben den Obersten da, den Patrioten ausschalten. Ich glaube, das war's, ne? So, hier unten sind, glaube ich, noch welche, ne? Kann das sein? Alter, uah. Wir schießen. Ach, da hinten. Uah. Okay. Okay. Stell dich. Später vielleicht. So, das war's. So. Da müssen trotzdem noch welche sein. Aua. Hör auf. Okay, pass auf, mach mal so. Ha, warte. So. Erstmal hier hin. Ach stimmt, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, dass was das für eine Bärenfalle ist. Und das Audio-Lock, das hatten wir, glaube ich, schon abgespielt. Genau, wir hatten nämlich hier aufgehört. Jetzt weiß ich es wieder. Okay, ich muss kurz hinspielen. Entschuldigung bitte, ich nehme das mit in die Aufnahme. Weil ich möchte euch ja nicht irgendwie... Ich möchte euch ja da mitnehmen und möchte euch ja nicht vorenthalten, was hier so passiert. Deswegen, was? Munition? Danke. Und deswegen nehme ich euch da mit. Es gibt da so Leute, die schneiden das weg oder schneiden das raus oder keine Ahnung oder schneiden Let's Plays zusammen und nur die besten Szenen. Und das ist meiner Meinung nach ist kein Let's Play dann mehr. Weil entweder lasse ich das komplett drin oder. Warte mal. So, das war's mit dem Jungs. Entweder lasse ich das komplett drin. Ein Fläschchen Salze, danke. Wo war ich denn stehen geblieben? Warte mal eben. So, mal eben die Leichen durchsuchen. Also, wo war ich stehen geblieben? Genau, bei einem Let's Play. Ich finde, Let's Plays sollten immer, nicht zusammengeschnitten sein, sondern halt komplett sein. Also, man sollte halt, ja,
nichts rausschneiden, sondern einfach so das Spiel durchspielen und fertig. Und, ne? Gut, klar, ich spiele zum Beispiel auch nur einige Sachen an, ne? Und schreibe dann Let's Play drüber. Klar, weil ich es angespielt habe, ne? Ich zäh... Uah, wollte ich gar nicht. Oh Gott. Ich meine aber damit, dass es so einige Leute gibt. Gottes Willen, ne? Ich möchte jetzt keinen da irgendwie einen Vorwurf machen und jetzt hier, ne? Welt, wie kannst du nur... Kannst du sagen, dass der und der... Ich nenne jetzt keine Namen. Aber es gibt halt YouTuber oder halt Leute, die halt, Let's Plays machen. Oder sagen, machen Let's Plays und schreiben es sogar drüber. Schneiden aber nur die besten Szenen da rein in das Video. Und ich weiß nicht, das meiner Meinung nach ist es kein... Schloss. Echt? Dieses Schloss? Meiner Meinung nach ist es kein Let's Play dann. Also so viel sehe ich das. Ja. So, dann würde ich sagen, verlass mal den Bereich. So, das Bullhaus erinnert mich an einen pinken, roten, was? Bullhaus. Elisabeth sieht auch nicht so gerade so beruhigt aus. Sieht ein bisschen fertig aus. Und die erinnert mich unheimlich an Alice. Von diesem Spiel Alice. Boah, das war so geil damals auf dem PC, Alice. Das habe ich so geliebt. Muss ich hier meine Waffen abgeben, so wie bei Alien? Columbia. So. Kinders, wie schaut aus? Was haben wir hier Schönes? Ein Schreibtisch mit Munition für Karabiner. Silver Eagle und ein Schokoriegel, den essen wir. Und wir gucken uns mal kurz das Kino, das kleine Filmchen hier an. Das Wort des Propheten präsentiert Fitz. Die Vox Populi. Hui. Ich finde das geil, dass sie diese Videos auch in dieser Spielwelt gemacht haben. Das ist ja total geil. Oh mein Gott. Der große Prophet hat die Ende vorher gesehen. Nur er kann uns schützen. Unser Prophet. Ende. Diese Videos sind total irgendwie... Ich weiß nicht. Total geil. So, was haben wir hier? Ein Lockpick. Wir haben hier ein... Repetitiergewehr brauche ich aber gerade nicht. Eine Vox Populi Crime Board. Ah, ja. Hier haben wir nichts. Radical Fluid. Wieso werden mir die Übersetzungen eigentlich gar nicht mehr angezeigt? Hat das gar nicht gespeichert? Ich schaue nochmal eben. Entschuldigt bitte. Das wichtige Objekte. Audio. Dialog. Untertitel 1. Spiel. Kampftexte. Mache ich mal ein. Ich spiele es auf normal, ne? So, wie gesagt, dann seht ihr das auch mal. So, ist das jetzt? Ich dachte mal, hä? Okay, ist auch egal. Wie dem auch sei. So. Ich wollte eigentlich ranzoomen, aber okay. Nun gut, geht auch. Wo sind sie denn? Hallo? Ich habe was für euch. Ach hier, guck mal hier. So, wo ist der? Ah, da hinten. So, warte, hier müsste noch jemand sein. Ja. Ah, wie geil Elisabeth auch so in der Ecke. Danke. In der Ecke kauert und so wartet. Voll geil. Das hatte ich aber beim letzten Mal schon gesagt. Das ist meines Erachtens nach eins der einzigsten Spiele oder beziehungsweise... Eins der Spiele, die ich kenne, wo der Begleiter fast die ganze... Alter, wo der Begleiter fast die ganze Zeit dabei ist. Hä? Hier war doch gerade einer. Wo ist der? Alter, was? Wo? Wo denn? Ach da. Um Gottes Willen, hör auf mich so jetzt erschrecken. Oh, das war so klar, das. So, da unten ist mal jemand. Der stand da, ist er. Tja, dann ist das schlecht, Elisabeth, wenn du nichts hast. Warum bist du dann bei mir? Diese Lockpick, wie viel brauchen wir dafür? 5. Wir haben 12. Hier ist ein Schloss. Machen wir mal. Jawohl. Haben wir beim letzten Mal Schild gemacht? Ich glaube ja, ne? Beim letzten Mal waren wir, glaube ich, beim Schild. Da haben wir... Ah, ja. Ich würde sagen, wir nehmen dann... Nehmen wir maximal Gesundheit oder... Nee, komm, Salz. Komm. Salz, so.
bin so der ausgeglichenere Typ. Neues Hemd. Mantel der Leiden. Gegner sind leichter per Nahkampf zu exekutieren. Was haben wir denn da? Aktuell Hemd, Munitionsvorteil. Achso, nee, dann nehme ich nur. Ich fühle mich schon besser. Ja, ich fühle mich schon besser. So. Oh. Ich schaue mich erstmal hier oben um. Hier oben war, glaube ich, auch noch ein bisschen was gewesen. Ich muss mal ein bisschen anders hinsetzen. Ihr seht das ja gerade nicht. Ich bin ja hier, wie gesagt, im privaten Let's Play. Ah, und ich habe heute eine sehr lange Aufnahmesession vor mir. Denn ich werde versuchen, jetzt hier schön gemütlich mit euch zusammen, quasi mit dir auf YouTube, der das Video gerade sieht, ganz gemütlich Bioshock durchspielen. Oder zumindest versuchen. Ich weiß ja nicht, wie lange es noch geht. Und, ja, schauen wir mal. So, was haben wir hier? Ein Schrank. Hm. Gesundheit, Kids. Mhm. Find's mal lustig, dass man alles nehmen kann. Ne. Da mache ich doch direkt Leben. Juhu. So. Kommen wir mal rein. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's, mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. Eieieiei. Wenn das rauskommt. So, ich habe mich mal ein bisschen lauter gemacht. Weil mir ist aufgefallen, beim letzten Mal war das Spiel auch ein bisschen klein wenig lauter gewesen wie ich. Aber nichtdestotrotz, ja, bin ich jetzt voll dabei und, ja, würde auch sagen, habe jetzt auch nochmal das Spiel ein bisschen leiser gemacht und mich nochmal ein bisschen lauter. Ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen besser. So, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, was das angeht, aber das sieht jetzt in der Aufnahme ein bisschen besser aus. Auch was die Qualität angeht. Ich weiß, die ersten Aufnahmen von Bioshock waren nicht so toll, weil ich die aus dem Stream hatte. Ich habe mir die aus dem Stream geholt und jetzt sind das ja 1080p Aufnahmen. Das wirst du wahrscheinlich schon bemerkt haben, dass sie jetzt schon von der Qualität her viel besser sind. Und ich plane momentan ein neues Aufnahmesetup bei mir. Das ist aber noch so ein bisschen in Planung. Das heißt, ich werde mir eine, kann ich ja mal ein bisschen erzählen. Und zwar habe ich ja einen Laptop, wie ihr sicherlich wisst. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Und da ist noch ein Silver Eagle. Und ich habe das so vor, also ich habe ja einen Mac und habe einen Laptop, einen vernünftigen. Habe das so vor, dass ich das so mache, dass ich mit dem Laptop aufnehme auf 1080p und auch streame, tralala, ne? Und das ganze Videomaterial dann über einen Cloud-Server, der hier steht bei mir, über WLAN quasi die Daten darüber lade. Und mir dann den Mac dafür nehme, worüber ich jetzt noch aufnehme, quasi den Mac dazu nutze, um die Videos zu bearbeiten, weil der Mac eignet sich idealerweise dafür, für die Videos zu bearbeiten. Ich habe auch da die ganzen Programme drauf, Schnittprogramme, Renderprogramme, tralala. Und ja, es ist einfach ein Genuss, wie schön der Mac arbeitet und wie leicht es damit ist zu arbeiten. Und ja, möchte gerne das so dann haben. Also, dass quasi PlayStation und Laptop so getrennt ist und man kann sich dann von dem Mac aus quasi über die Cloud, über den Cloud-Server, über WLAN dann quasi die Daten rüberholen. So, dass ich quasi nicht das Problem habe, mit einer externen Festplatte quasi immer wieder dieses hin und her zu stöpseln. Quasi, ich muss am Laptop abziehen, die Festplatte, wo ich drauf gespeichert habe, die Aufnahme, am Mac anschließen und dann quasi, ja, und dann quasi rüber kopieren und dann wieder umstöpseln. So könnte ich zum Beispiel sagen, der Mac bearbeitet Videos und ich kann mit dem Laptop weiter aufnehmen. Und das große Problem dabei ist ja noch, manche Formate unterstützt der Apple-Rechner ja nicht. Die man jetzt, sag ich mal, wenn die auf Windows formatiert, diese Platte, akzeptiert der Rechner von Mac ja manchmal nicht. Das ist ja so. Ja, und da plane ich momentan. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Da plane ich momentan so ein bisschen das umzuändern, das Setup. So, hören wir mal hier rein. Abends haben sie sich oft heftig gestritten, Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Echt?
Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Bitte. Da habe ich mich zu ihr aufgeschrieben. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Naja. Man mich Küchenmagd. Wenn sie nicht an sich selbst erdenkt. Als ich von dort flüchtete, rief man mich Mörderin. Mörderin? Für Präzisionsgewehr ist voll, okay. Oh, ein Pissnapf. Mm. So. Dann schau mal, hier ist auch noch fast gewesen. Ne? Genau, das habe ich noch im Augenwinkel gesehen. Ich habe Geld gefunden. Hey, geh mal her. Danke. Ich frage mich, wann sie das gefunden hat. Sie ist die ganze Zeit mit uns unterwegs gewesen jetzt. Wahrscheinlich in der Tasche. Oh je. Oh, ein Lockpick. Oh. The Founders will bleed. Mhm. Herzlich willkommen bei Outlast. Boah, was ist eine krasse Maschine, Alter. Voll verkettet. Aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. Hm. Was ist das? Huch. Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums, ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind... Dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Booker, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Öffne den Riss. Ich würde mich gerne noch mal ein bisschen umsehen, bevor wir den Riss öffnen. Das ist voll die Daylight-Zelle hier. Was haben wir hier? Oh, hallo. Silver-Eagle-Tasche. Ach, guck mal einer an. Das hätten wir doch glatt liegen lassen. So, was haben wir hier noch? Was? Ah ja, mhm. Nichts. Hier ist auch nichts. Öffne den Riss. Ja, komm. Mach. Booker, mach. Wow. What the fuck? Tja, das hat irgendwas bewirkt. Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Booker, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Yeah. Ich würde sagen, schauen wir mal. So. Dann haben die Menschen definitiv ein besseres Leben, wenn das so... Ach, Mann! Habt ihr einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen? Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig, tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Okay. Der erinnert sich wieder daran, Daisy hat diese Menschen erreicht. Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Genau. Was ist das denn hier? Was ist das? Das sieht aus wie eine Mine. Oh Gott. Oh je, was wird uns da draußen erwarten? Der Bulliard. Oh, hallo. What the fuck, was ist mit dem in Ordnung? Nicht in Ordnung. Okay, helfen wir mal ein bisschen mit. Yeah! Action, jawohl. Eine Menge Action. So, dann schauen wir mal. Oh, da oben. Warte mal. Aua, wer schießt denn da? Hör auf damit. Ja. So, jetzt aber. Jetzt haben wir sie. Die Drecksäue. Ihr Penner. Boah, was so eine Action hier auf einmal abgeht, ist ja Wahnsinn. Das ist ja unfassbar. Vorhin total totenstill hier, ruhig und alles und tralala.
Und jetzt auf einmal voll die Action. Geht hier alles ab, guck mal. Sie sind Booker DeWitt, der Held der Vox. Was? Verdammt, was reden die da? Sieh mal das Plakat. Lol. In dieser Welt bist du ein Held. Ich weiß noch, ich führte die Vox. Ich, Slate und ich brannten die Hall of Heroes nieder. Booker, deine Nase. Sie blutet. Ich kann kaum denken. Ich hab zwei Erinnerungen an dieselbe Sache. Booker, komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. Ich hoffe doch. Von hier mit der First Lady. Los, komm.